Servus, liebe Jan-Fans. Ich bin der Waldre Mustafa, bin 25 Jahre alt. Mein Spitzname ist Waldi. Ja, meine Position ist Stürmer, also für die Tore zuständig. Ich laufe mit der Nummer 30 auf und hoffe jetzt auf viele Tore mit euch zusammen zu jubeln. Ja, Waldrin, herzlich willkommen beim SSV Jahn Regensburg. Du bist nach Erik Talik der zweite Neuzugang im Winter. Wie fühlt es sich jetzt an, hier den Vertrag unterschrieben zu haben? Ja, großartig. Ich freue mich, dass es so schnell geklappt hat. Und ja, jetzt heißt es erstmal gut ankommen, die Mannschaft kennenlernen, den Trainerteam kennenzulernen und dann Vollgas. Warum hast du dich für den SSV Jahn entschieden? Ja, ich hatte gute Gespräche mit dem Trainer, mit den Verantwortlichen und habe Bock, jetzt die neue Ziele hier zu erreichen. Und ja, ich brenne schon. Ja, du warst zuletzt bei Viktoria Köln aktiv, hast hier in der Hinrunde auch im Jahnstadion Regensburg spielen dürfen. Was war das für ein Erlebnis für dich? Wie hast du die Atmosphäre hier in Regensburg wahrgenommen? Ja, fantastisch. Es war eine großartige Atmosphäre. War ein gutes Spiel damals. Und ja, deswegen weiß ich auch, was hier immer los ist. Deswegen freue ich mich einfach jetzt für Jahn spielen zu dürfen. Ja, du hast mit 25 Jahren schon viel erlebt in deiner Karriere. Gib uns doch gerne einen kurzen Überblick. Ja, ich war in verschiedenen Stationen natürlich schon und ja, jetzt die letzten 2 Jahre mit 2 Aufstiegen hintereinander mit Elversberg war schon, glaube ich, die schönste Zeit. Was steht jetzt für dich im Fokus in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht? Ja, als allererstes erstmal gesund bleiben natürlich, das ist das Wichtigste und damit meine Fähigkeiten der Mannschaft helfen und dann die Ziele zu erreichen. Du hast gerade deine Fähigkeiten angesprochen. Welcher Spielertyp bist du denn? Ja, bin eher so ein Boxspieler, ja, so tiefen Laufwege und dann ja, für die Tore zuständig, sagen wir mal so. Was zeichnet dich privat aus, abseits des Platzes? Ja, ich bin ein bodenständiger Typ, bin lockerer Typ, offener Typ und ja, bin eigentlich immer gut gelaunt, deswegen kennt man mich auch so und ja. Jetzt geht's für dich gleich ins Training. Hattest du schon Kontakt zur Mannschaft? Nee, tatsächlich noch nicht, weil es relativ schnell ging. War gestern noch in Köln, musste dann ganz schnell hier anreisen, und damit ich jetzt die Mannschaft kennenlerne und Vollgas geben kann.